Hi Leute, Sven Erik hier. In diesem Video geht es darum, eure Filmkonzepte abzuschließen. Ihr habt die ganze Vorarbeit geleistet und jetzt geht es darum, so viel Klarheit wie möglich in euer Konzept zu bringen. Denn das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr ein unklares, ein schwammiges Konzept habt, weil damit niemand etwas großartig anfangen kann. Darum gibt es 4 Punkte, über die ihr euch klar werden solltet. Wenn ihr die habt, dann habt ihr auch ein klares Konzept, mit dem man etwas anfangen kann. Bei unklaren Konzepten weiß man eigentlich gar nicht, was man will und das führt dann meistens auch zu Gleichgültigkeit gegenüber dem Konzept. Ihr wollt also polarisieren, ihr wollt, dass Leute sagen, oh, das ist nichts, womit ich was anfangen kann, oder dass die Leute sagen, ja genau, das ist das Konzept, das will ich und das will ich auch machen. Der erste Punkt ist die Hauptfigur. Wer ist die Hauptfigur eurer Geschichte? Denn zu diesem Zeitpunkt im Prozess kann es sein, dass sich eine andere Figur in den Vordergrund gedrückt hat. Das heißt, ihr merkt, dass da eine Figur ist, die zerrt an euch, die sagt, hey, eigentlich bin ich die Hauptfigur, lass mich doch mal ran, sozusagen. Und jetzt müsst ihr euch klar werden, soll immer noch die Hauptfigur, die ihr euch am Anfang ausgedacht habt, die Hauptfigur sein? Oder ist es vielleicht doch eher eine andere Figur? Und wenn es eine andere Figur ist, dann müsst ihr euren Einzeiler auf diese andere Figur hin umschreiben. Der zweite Punkt, das ist der zentrale Konflikt. Wer will etwas und wer steht dieser Figur dabei im Weg? Wenn ihr nicht wisst, worum es eigentlich in der Geschichte geht, dann überträgt sich das natürlich auf den Zuschauer und er wird gelangweilt sein. Also werdet euch darüber klar, worum geht es hier eigentlich. Der dritte Punkt, das ist der rote Faden. Es kann sein, dass ihr gar keinen roten Faden habt. Ja, dann hat die Geschichte keine Struktur, die zerfasert dann. Oder es kann sein, dass ihr mehrere rote Fäden habt. Das heißt, ihr habt eigentlich mehrere Geschichten, die um die Hauptgeschichte kämpfen. Wenn ihr einen Krimi schreibt mit einer Liebesgeschichte, dann sollte diese Liebesgeschichte auch etwas zum Fall beitragen und umgekehrt. Sonst laufen diese beiden Stränge nebeneinander her und man weiß nicht so wirklich, worum geht es jetzt hier eigentlich. Ihr solltet diese beiden Stränge miteinander verbinden. Und es ist so, dass ihr das in dem Einzeiler schon machen müsst. Das heißt, man kann schon im Einzeiler rauslesen, ob da jetzt mehrere Stränge drin sind und ob die miteinander verbunden sind. Der vierte Punkt ist die Figurenentwicklung. Welche Figurenentwicklung steht in eurer Geschichte im Mittelpunkt? Hier habt ihr noch sehr viele Freiheiten. Ihr solltet allerdings euch entscheiden, worum es euch hier geht. Wenn ihr später im Prozess sagt, naja, ich möchte jetzt doch eine andere Figurenentwicklung, ist das natürlich immer noch machbar. Aber wenn ihr euch hier nicht festlegt, dann habt ihr einfach kein klares Konzept. Ihr wisst nicht, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Also legt euch fest, wie ist die Figur am Anfang und wie ist die Figur am Ende? Was hat sich hier getan bei der Figur? Weitere Beispiele gibt es natürlich wie immer im Artikel auf filmschreiben.de. Zum Schluss noch ein kleiner Aufruf. Wenn euch diese Videoreihe gefallen hat, wenn sie euch weitergeholfen hat, dann teilt sie gerne mit Freunden und Kollegen. Schreibt ihnen doch mal eine nette E-Mail nach dem Motto, schau mal, was ich hier im Netz gefunden habe, guckt ihr das mal an. Das würde mich sehr freuen. Ihr könnt es auch auf Facebook teilen oder auf Twitter oder natürlich ein Like geben. Das würde mich auch sehr freuen. Ansonsten kann ich nur sagen, schreibt weiter, macht eure Konzepte fertig. Und denkt immer dran, ihr seid nicht alleine da draußen.